So, Aufnahme ist gestartet. Wir klatschen gleich den Boss. Davor ziehen wir uns aber noch schön diesen Augapfel rein, ne? So, schwarzer Augapfel. Invasion. Achso, okay. Benutzen. Ah, dann hätten wir die jetzt eigentlich gar nicht weghauen müssen, oder? Hä? Auf die. Ah, alles klar, nur noch zwei Estus. So, was haben wir denn hier? Oh, die sind fei. Puh. Ich muss halt jetzt, weil ich habe keinen Bock reinzurennen. Oh. Oder? Hä? Lol. Der Ton ist irgendwie weg, ne? Also, ich habe den Hit gerade gehört, aber ich habe gerade das Estus nicht gehört. Und laufen höre ich auch nicht. Vielleicht ist es so ein Invader-Ding. Okay, ich glaube, ich nehme hier, weil das linke schaut mir nach einem Fernkämpfer aus, nach einem Magier. Ich würde hier die Säulen mitnehmen, als ein bisschen zusätzlicher Schutz. Ich muss die auseinanderziehen, irgendwie, wenn es geht. Wollen sie nicht, ne? Ach, lol. Der da. Look at you. I thought you were wiser. But I thought wrong. It is a terrible pity. Like a moth flittering towards a flame. You fellows, no? Don't you agree? Okay, ich wollte nur kurz wissen, was er sagt. Weil wenn man da diese Hitgeräusche macht. Ich glaube, der hat auch Estus, ne? Knapp. Knappes Ding, du. Knappes Ding. Komm, 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 wieder noch eine. Ah, Junge, haut die rein. Ah, Ziel zerstört. Andenken der Vergeltung. Nimm Trank. Hä? Ach, musste man die anderen beiden gar nicht umhauen? Schutz, Ring der Gunst, Feuerhüterseele, Menschlichkeit. Also geil. Schauen wir uns gleich mal an, das Ding, du. Verstärkt TP, Ausdauer, Last. Bricht bei Entfernung. Ah, ja, ey, aber die Extraseelen hätte ich eigentlich gerne mitgenommen, so, ne? Eigentlich. Jetzt die Frage. Oh, wir haben wieder 5 Estus, ne? Okay, ich muss nochmal weg. Ich muss nochmal weg. Ich weiß nicht, weil die 16k Seelen, ich sehe mich die verlieren. Ich glaube, ich bin falsch hochgelaufen, ne? Ich muss auf die Seite. Ja, das sind halt, ja, okay, sogar, ne? Das sind nur halbe Estus. Ah, okay. Okay. Ja, gut, dann hat sich das. Dann hat sich das erledigt oder geklärt. Gut, dann würde ich sagen, steppen wir ganz kurz zurück zum Leuchtfeuer. Gehen nochmal eine Stufe hoch, dass es nicht allzu sehr wehtut, ne? Wenn ich dann reinscheiß. Okay, und dann kann ich auch einfach direkt durchrushen. Müssen wir jetzt ja dann keinen mehr irgendwie fighten, ne? Das ist ja. Ah, ich habe die Ausdauer wieder ganz aufgebraucht gehabt. Danke dir. Bin mal gespannt. Wir gehen auf Kondi, ne? Das geht ja auch dann hier in die Belastung ein bisschen. Wie viel hatten wir? Ich glaube 51,5 mit der schweren Rüstung, ne? Das heißt, wenn wir jetzt ein bisschen noch auf Kondi gehen und auf 105 Belastung kämen, könnten wir auch noch die anziehen, die nächste Rüstung. Jo. Und hab natürlich dann auch mehr Ausdauer, ne? Och komm, Alter, beim ersten Mal hat es so gut funktioniert. Und jetzt werden wir übelst weggebumst. Ein so ein Stich in den Rücken, fast über die Hälfte, ne? Was dagegen ist bei den Sens gut. Warte.
Ein Donnerring. Ein Sense Dude. Okay, ja, wir gehen einfach mal rein. Das wäre, also wenn ich jetzt viel zu viel Blitzschaden bekomme, wäre das eine Option. Mal schauen. Okay. Ich bin gespannt, wie viel ich brauche. Oh, Leute, liegen immer noch. Ah, ich tu mir ehrlich. Scheiße, das war zu früh, das war zu früh, das war zu früh, das war zu früh. Ach komm, Alter, ich werd übel in die Ecke gedrängt von den beiden hier schon. Renn, 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 renn. Also, lass mich hier aber auch gar nicht akklimatisieren, ne? Ja. So, wie viel Schaden haben wir gemacht? Ihr seht es wegen der Facecam nicht. Ich kann es euch verraten. Null. Oh, gut, dass du es sagst. Gut, dass du es sagst. Extra Item, da bin ich hellhörig. I try my best, ja? Okay, war jetzt nur der Aufwärmer, ne? Jetzt können wir gleich richtig loslegen. Mit einem scheiß Stich hier. Ja, könntest du recht mit haben. Könntest du recht mit haben. Aber ich weiß nicht, immer so kurz vor einem Boss dann nochmal Gear zu wechseln und halt irgendwie was anderes auszuprobieren. Ich meine, klar, bei der Rüstung ist jetzt halb so wild, ne? Aber lass uns erstmal so probieren. Lass uns erstmal mit der Rüstung probieren. Wenn es gar nicht geht, ne? Wir hätten dann immer noch den Ring für ein bisschen Blitz-Defense und so. Bekommen wir hin. So, warte mal, der macht jetzt hier den übelsten Speeder auf mich, ne? Jo. So, und du sagst hier hin. Auf den Fetten. Und weg. Und er hittet einfach durch seinen Bro. Oh, das war zu nah. Das ist zu nah. Das ist zu nah. Mann! Scheiße. Aber, nee, ich will mich echt nicht nackig machen, glaube ich. Ich will mich, glaube ich, echt nicht nackig machen. Weil es passiert ein Fehler. Und es passiert eventuell auch ein zweiter Fehler. Und ab dem dritten wird's dann sehr, sehr kritisch bezüglich Sterben. Aber wenn ich nackig bin, dann darf ich... Boah, keine Ahnung, ob ich mir überhaupt einen Fehler erlauben kann, ne? Wir haben halt schon eine ordentliche Heavy-Rüstung gerade an. Ich glaube, wenn die nicht mehr da ist, wird's kacke. Und ich glaube auch, der Boss ist nur so lange schwer, solange zwei leben. Wenn einer weg ist, sollte er gehen. Und daher, dass wir den Ultra-Damage haben, brauche ich eigentlich nur einen Lucky Punch. Finde ich auch. Finde ich auch, tatsächlich. Ich finde es... Ja, doch, doch. Rein da. Ich musste mich auch ein bisschen wieder jetzt an die Range gewöhnen, wann ich da ran kann, wann nicht. Das war eigentlich zu früh. Hör auf. Mhm. Oh, ich dachte, der macht einen Hit. Lol, der Wächter da hinten im Nebel, ey. Da haben sie sich richtig gut abgesprochen, Alter. Alter, ja, okay. Okay, komm. Ja, wir schaffen das. Aber das Timing von denen ist halt... Klar, da zum Beispiel jetzt halt hätte wahrscheinlich deine Taktik übel geholfen mit nackig machen. Weil hätte ich einen Doppel-Dodge machen können und wäre weggekommen. Von daher... Ich weiß schon, was du meinst und weshalb nackig machen. So ist nicht, so ist nicht. Deathcountern denkt sich einfach nur so, ja, gib mir die Tode. Gib sie mir. So. Aber teilweise halt Glück oder Pech einfach. Was man für eine Combo bekommt.
Ich dachte echt, aber das. Also ich dachte, ich komme noch weg, aber die chasen ja echt gut, die Hits, ne? Geil. Oh, da war der Hit eigentlich. Da war er. Die wechseln sich so gut ab, die beiden, ne? Hol mir bei Quelaag immer die Rüstung, bevor ich zu denen gehe. Ist jetzt die Frage, ob du Quelaag den Boss meinst oder hinter Quelaag bei diesen Lava-Dingen, ne? Aber ich bin mir ziemlich sicher, wir packen es auch so. Packen es auch so. Der erste war halt schon wieder ziemlich lost von mir, weil ich echt dachte, ich komme da ohne einen Dodge weg. Klar, man hätte dodgen können, ich weiß. Aber jetzt weiß ich es auch besser. Weil es hat ja so ein Aiming, das habe ich auch gesehen, ne? Okay, dahinter. Ja, dann haben wir die auf jeden Fall auch nicht. Also ich habe das Aiming schon gesehen von diesem Blitzteil. Allerdings dachte ich, wenn man wirklich hart genug einschlägt, schafft man es noch. Ich finde es auch so gut, dass der Weg zu dem Boss so kurz ist, ne? Ja. Ah! Bruder, ach komm, Alter. Muss nicht, muss echt nicht. Und hör mal auf mit deinem Cheater-Move, Alter. Scheiße. Sonst kommt der hier aufräumen. So schlecht. Also der räumt hier die ganze Arena auf, ne? Alter, und dann ist er so fett, aber schafft es einfach noch easy wegzukommen, der Pisser. Frank? Witzigerweise, da habe ich gerade nicht mal gedodged. Das war noch der von einmal davor. Nimm Trank, nimm Trank, nimm Trank. Junge, hör auf! Alter, ich werde so hin und her geschaufelt, aber ich habe gar keine Ahnung mehr, was hier passiert. Ach, scheiße, ey. Ich bin ehrlich, also ich glaube, es ist auch nochmal ein guten Tipp, Ticken schwerer. Wenn ich es so mache, wie du es gesagt hast, mit erst den Fetten töten. Klar, wir pressuren uns da durch. Ich will das Item. Wir pressuren uns da durch. Aber im Prinzip würde ich es halt einfach so machen. Ich renne einmal quer über die ganze Map. Dann macht der seinen Fliege-Move und ist bei mir. Und dann hitte ich ihn einfach. Und wenn Ornstein oder wer auch immer wer ist, also der Fette, dann wieder in meiner Nähe ist, würde ich einfach wieder auf die andere Seite rennen. Ne? Und dann würde das ziemlich easy gehen. Aber wir wollen das Extra-Item. Daher machen wir das nicht so. Ja? Mann, ich bin da zu spät. Ich bin da einfach zu spät. So, schon wieder zu spät. Oh Gott. Oh Gott. Alter, wieso trifft der nicht? Wofür haben wir denn so eine Ultra-Range-Waffe? Scheiße, ich habe auf den hinteren geachtet. Jawohl, nächste Säule weg, Alter. Oh, ich bin hier in der Falle. Das ist Smaug, der Dicke. Nein! Der andere kommt. Rein.
Zurück. Rein. Zurück. Na komm. Aua. Scheiße, ich bin tot. Ach so, ich darf den nicht mal Damage drücken. Ich, nicht nur töten, sondern ich darf den nicht mal Damage drücken. Bevor wir den an... Oh. Das macht's halt nochmal komplizierter, ne? Weil irgendwann ist er halt drin, ne? Irgendwann ist er halt drin. Lohnt nicht. Gut, das ist halt, ich weiß nicht, wann du das geschrieben hast, weil Infight und so. Also für wenn ich im Kampf bin, da ist der Chat für mich ausgeblendet. Oder quasi ausgeblendet. Hm? Ja, also da muss ich die ja richtig auseinanderpullen. So, mal gucken, ob ich diesmal pack. Und jetzt dodgen. Okay, okay. Dodgen, ich weiß, auf 2 zu achten ist halt auch irgendwie ass, ne? So, jetzt kann ich hier nicht hitten, weil die ineinander stehen. Alter, es ist ultra schwer, da nur einen zu klatschen. Scheiße. It was at this moment that he knew. Weißt du, er macht seine Fliegerattacke. Blitz gleich. Ehrensäule. So, hier kann ich nicht rein. Ich hätte tatsächlich... Oh, fuck. Hätte einen mitgenommen, glaube ich. Scheiße. Oh, und ich bin reingedodged, Alter. Ja, komm, Alter. Mein Gott, ist es schwer, wenn man nur einen hitten will. Natürlich gibt er mir noch einen mit. Aber das sind ja echt wichtige Potions, die wir brauchen im Kampf, ne? Ich merk schon. By the way, müssen wir den nur einmal, das erste Mal legen, wenn ich dann sterbe und ich gehe wieder zurück, kann ich dann einfach beide gleichzeitig umhauen? Weil es wird es natürlich dann deutlich einfacher machen, wenn ich es nur einmal schaffen muss. Und wir haben das Item. Und bei den nächsten Tries, falls ich dann noch an Ornstein sterbe. Okay, diesmal läuft er. Macht's aber nicht besser. Oh Gott, Jungs. Scheiße. Ah, geh weg! Weg, 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 weg. Es ist halt trotzdem aber so ein Boss, wo ich sagen muss, er geht. Ich meine, ne, den Umständen entsprechend halt. Da gab es schon Bosse, da habe ich mich deutlich hilfloser gefühlt. Ich hätte halt noch das ein oder andere in der Trickkiste, was ich aber nicht nutzen möchte.
Bei anderen Bossen habe ich teilweise die Trickkiste schon richtig ausgewühlt und war so, fuck, wie soll ich den machen jetzt? Vielleicht pulle ich die auch einfach mal ein bisschen länger. Das wäre vielleicht auch noch eine Geschichte. Oh! Nur gefressen bisher. Er fliegt. Wo ist er? Das müsste man auch nutzen, ne? Wenn er so eine Arschbombe macht. Bad. Richtig bad. Hat mir noch eine gegeben. So, der kann auch Säulen, scheiße. Säule nutzen. Hat er mich genommen. So, der andere kommt jetzt auch gleich mit einem Blitz. Noch ein Blitz. Blitz. Oh, jetzt kleben sie wieder richtig schön zusammen, ey. Versuch mal hier die Säule mitzunehmen. Oh mein Gott, Digga! Wo ist der andere? Oh mein Gott. Ich hau ihn erstmal weg. Okay, er ist weg. Okay, jetzt sind wir tot. Haben wir das Item? Oh mein Gott! GG, I'd say. Ich habe irgendwie das Bad Feeling, dass der halt komplett resettet wird. Wenn wie wir jetzt tot sind. Also, dass der jetzt nicht als tot zählt. Und wir haben jetzt einfach nur den doppelten dünnen. Ich habe den Namen vergessen. Sorry. Mal schauen. Ich bin mal gespannt, wieso es da dieses doppelte Item gibt. Aber hey, wir haben at least mal einen gekillt. Zwar gerade gestorben, als er umgebracht wurde, aber okay. Ich wollte ihn tot sehen. Leben beide wieder. Wie man es macht, ist halt falsch. Zu früh, zu spät. Ah, haben wir noch einen mitgenommen. Perfekt. Scheiße.
Hä? Lol, da war ich gerade schon drin. Frank? Blitz? Kommt noch ein Blitz, glaube ich, ne? Alter, gut. Gut, gut, gut. Ja, und jetzt der Trigger, bitte die Cutscene. Sehr schön. Ach so, er macht da einen Hit. Und einen Blitz. Oh, das ist mein Tod. Oh mein Gott, das ist mein Tod. Er macht einen doppelten. Scheiße. Er macht da einen Hit und einen Blitz. Ich glaube, wenn ich aber nah genug dran bin, kann ich den dodgen. Also kann ich mit einem Dodge beide dodgen, meine ich. Alter, ich habe das Gefühl, das war gerade so lucky, wie ich gespielt habe. Das bekomme ich kein zweites Mal so hin. Fuck. Tut ein bisschen weh. Tut ein bisschen weh. Ey, komm, Alter. Da bist du halt in der Dodge Animation, ne? Guck nicht. Schaden gibt's. Wieso aber? Wieso hat der hinter mich gehittet jetzt, oder was? Hör mal bitte auf, ihn anzuvisieren, Mann. Scheiße. Schade. Sehr, sehr schade. Wieso? Ey, ich hab sogar das Geräusch gehört, dass der Hit gezählt hat. Erzähl mir nicht einfach. Spiel verbuggt, was sollen wir machen, ne? So drinnen. Eigentlich so drinnen. Jo, Animation. Ich nehme jetzt schon den Trank. So, ich gehe da ran. Ach komm, Mann! Wieso, Alter? Das ist doch scheiße, ey. Natürlich, du auch noch. Unnötig. Hm?
Uff. Oh Gott. Oh, oh, geh weg, geh weg, geh weg. Alter, geh doch weg. Oh, ich darf nicht hitten, ich darf nicht hitten, sonst wären es beide gewesen. Ihr klebt aber auch zusammen, ne? Das war, glaube ich, nur sein Hammer, den ich getroffen habe, actually. Hopp rein. To this. War schlecht, das war schlecht. Ich muss es besser wissen. Okay. Nur mal gucken, es wird ja eh nichts. Scheiße. Ich sag's euch, eine Glut wär's jetzt, ne? Eine Glut wär's jetzt halt. Triggert mich das gerade. Vor allem, weil er halt ultra den Damage raushaut, ne? Gibt's da eigentlich irgendwas zum Waffe einschmieren, dass wir mehr Damage machen würden? So, keine Ahnung. So ein Harz zum Beispiel. Fände ich auch tatsächlich sehr, sehr geil. Weil bei den üblichen Fehlern mit mehr Damage... Maybe. Maybe. Oder dass mein Blitz besser aushält, außer Ring und Rüstung. Weil da müssten wir jetzt nochmal Ages laufen gehen. Wieder bei der gleichen Kacke Damage bekommen. Doch fast tot. Lohnt. Oh, klebt doch nicht so zusammen, Mann. Der andere, ich sehe nicht. Der ist dahinter. Okay, 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 okay. Blitz. Scheiße. Nein, ich habe beide gedamaged.
Geh weg! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nochmal dort. Alter! Junge, bitte hör doch auf. Ich werd richtig nervös, wenn der Blitze macht, Alter. Aber das war actually ein sehr guter Try. Ich glaube so, ja, wenn ich mit drei Estos reinkomme bei dem. Bloß bei dem Jump mit der Blitzattacke kann ich, glaube ich, nicht viel machen. Weil wenn ich schon an seinem Arsch klebe, ich kann da rauskommen eher schwer. Alleine wegen der Range. Alleine wegen der Range ist es da ultra schwer rauszukommen. Komm, komm, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Alter. Jetzt macht's gerade weniger Spaß, du. Da irgendwas. Oh, es könnte ein bisschen ruckelig sein tatsächlich für den Stream. Alter, ich hab. Ei, okay. Junge. Da hat gerade was ordentlich geleckt, du. Ich nehme gleich noch ein Estus, bevor wir da reingehen. Hat gelohnt. Ich hätte es davor machen sollen. Alter. Okay, wartet, ey, ich gehe kurz an den Rauchen. Das ist scheiße, Mann. Ich nehme kurz einen Snack, gehe an den Rauchen und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Machen wir so, ne? So eine kurze Pause kannst du ja manchmal machen, ne? Oh Mann! So, jetzt kleben die hier hinter der Säule zusammen. Come on, Digga. Ey, ich werde hier rumgeschleudert, ne? Als gäbe es keinen Morgen. Come on, Digga! Ich bin ja schlimmer als davor, ey. Natürlich, er hittet mich noch.
Weißt du? Hat noch einen drauf gehabt. Nein, 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 nein. Jetzt war rein da. Scheiße. Davor ging das übel. Ich muss mal kurz ins Inventory gucken, ob da irgendwie ein Item ist, was mir helfen könnte. Das Ding ist mit solchen Push-Items. Sind auch nicht für immer da, ne? Bombe. Ich glaube halt, Blitz macht nicht unbedingt viel Schaden gegen die. Oder nicht viel mehr Schaden gegen die. Denke ich. Denke ich mal. Aber ich könnte es mal probieren. Ich glaube, ich probiere es mal. Ich hoffe, dann habe ich einen guten Try und keinen schlechten. Aber Blitz im allerletzten Moment, glaube ich, das ist zu spät. Also das werde ich zeitlich nicht schaffen. Außer ich stelle mich hinter eine Säule und der macht nur Blitzattacken. Okay, ja, ich probiere es erstmal so. Ich probiere es, bevor ich es jetzt hier irgendwie übelst weg waste. Oh Gott. Geh weg. Blitz. Ich hab mir einen mitgegeben, der hier auch. Zum Glück kein Blitz drauf. Zum Glück kein Blitz drauf. Ich muss auch versuchen, den weiter hinten zu killen, wenn ich dann unbedingt Blitz auf meiner Waffe haben möchte. War auch ein bisschen geplayed. Muss ich den Trank auf jeden Fall vorher nehmen. Zack. Go. Scheiße. Komm, Blitz. Uff. Ich kessel mich gerade ein.
Na? Na? Schön, schönes Ding, schönes Ding. Oh, fuck, wo ist das Ding? Wo ist das? So, warte, ich baue mal Range auf und hoffe, dass der mit Blitzen angreift. Oh, das gefällt mir gar nicht, das gefällt mir gar nicht. Geh, 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 geh. Los, scroll! Ich kann ihn nicht benutzen. Ich kann. Alter, übelst useless jetzt gerade gewesen. Ich bin auch wieder Trank. Gib ihm! Gib ihm! Steh auf! Oh Gott. Hinter die Säule, hinter die Säule, hinter die Säule. Komm, 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 komm. Was macht der? Aua! Aha. Ah! Alter! Bitter Ohrenstein. Menschlichkeit. Löwenring. Da ist da gerade eine Last runtergefallen von meinem Herzen, ne? Oh mein Gott, fühlt sich das geil an, Digga. Oh mein Gott, fühlt sich das geil an. Ich zitter gerade richtig. Ich zitter gerade so hart, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Skillen. Ganz wichtig. Skillen, 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 skillen. In Kondi und nochmal in Kondi und nochmal in Kondi. Wir haben 97,5 bei Belastbarkeit, Belastung, deutlich mehr Ausdauer dadurch und ein gutes Stück mehr Abwehr. Oh mein Gott. Ich zitter so hart, ne? Gut, für die YouTube-Leute. Erstmal der hier. Ne? Wir haben die beiden umgehauen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder, ne? Macht's gut.